Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder mal soweit. Ollis Wege geht in eine neue Runde und ich habe gleich ein Projekt dabei. Und zwar werde ich heute meine 12.000er wieder machen, die ich vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal hatte. Das sind im Bayerischen Wald, beginnend mit dem großen Auer, 12 Berge, die über 1000 Meter hoch sind. Und die werde ich auf 2 Tage gehen. Es ist heute der 4. Oktober. Es ist jetzt 8:55 Uhr. Mein Plan ging nicht ganz auf, da der Bus von Bad Kötzing, wo ich sonst mein Auto stehen lasse, nur noch an Ferientagen und schulfreien Tagen fährt. Also bin ich jetzt nach Bodenmais gefahren, gehe jetzt auf den großen Auer rauf. Da steht es 5,5 Kilometer. Im Normalfall habe ich immer 3 Stunden ungefähr gebraucht. Also um 12 möchte ich spätestens oben sein. Mal schauen, wie es heute ist. Ich bin natürlich ungeübt, werde ein bisschen Videos machen, ein paar schöne Fotos noch und dann lassen wir uns überraschen. Das ist so mein Plan für heute. Ich möchte um 18 Uhr in Eck sein. Das ist so ein Pass. Da fährt dann der Bus nach Lahm, wo ich mein Zimmer reserviert habe. Und ja, es ist eine annehmbare Strecke. Wird ziemlich stressig, aber ich denke, ich kriege das hin. Bis jetzt hat es jedes Mal geklappt. Das erstmal für jetzt und dann bis später. Ich melde mich wieder. Tschaußen. Geschafft. Bei mir ist jetzt 5,5. Also ich habe es auf 2,5 Stunden geschafft, hier raufzukommen. Gar nicht so schlecht, wenn ich davon ausgehe, dass ich ungefähr eine halbe Stunde mindestens gefilmt habe und ungefähr noch eine Viertelstunde für Fotos gebraucht habe. Nicht schlecht. Heute ist es wieder sehr windstill hier oben. Es regt sich kein Lüftchen. Ich habe einfach Glück. Und die Sicht ist natürlich gigantisch. Ich zeige dir mal einen kurzen Ausblick. Man kann ewig weit gucken. Es sind natürlich viele Leute hier oben bei dem herrlichen Wetter. Jo. So, das war's erstmal von mir. Ich gehe wieder weiter.
Viertel nach zwei. Das ist mein nächster Hügel. Dann geht es darüber und dort vorne in dieser Scharte. Da will ich in 3,5 Stunden sein. Das war's wieder mal. Tag 1 ist zu Ende. Das waren jetzt, mein Schrittzähler hat gesagt, 32 Kilometer. Auf jeden Fall waren es über 30.000 Schritte. Das andere hat was mit 20 Kilometern gesagt. Ich habe 2 Geschichten mitlaufen gehabt. War eigentlich nicht schlecht. Also von der Leistung her ist es schon schwierig. Ich habe gestaunt, dass ich in der Früh ziemlich gut durchgekommen bin bis zum großen Aber. Und dann hinten raus bin ich aber auch rechtzeitig hier am Eck gewesen. In Lahm fahre ich jetzt zu meinem Zimmer und dann schauen wir mal. Das habe ich im Rösselwirt habe ich gebucht. Ganz ehrlich, 3-Sterne-Hotel, 32 Euro die Nacht. Dann kommen noch 2 Euro Kurtaxe inklusive Frühstück. 3-Sterne-Hotel in Deutschland. Ganz ehrlich, bin ich gespannt, wie das Zimmer aussieht. Und ja, fühle mich eigentlich ganz fit. Wassermäßig bin ich mit 2 so 0,5 Liter Flaschen ausgekommen. Zwischendurch nach dem großen Aber, wenn man wirklich Hunger hat oder Durst hat, gibt es noch die Böbkamer Hütte. Die ist kurz vor dem kleinen Aber. Und die haben eine schöne Sonnenterrasse, da ist eigentlich immer ziemlich was los. Dort kann man einkehren. Ansonsten gibt es unterwegs dann noch diesen Gasthof Schareben. Da habe ich unterwegs den Besitzer getroffen. Der hat neue Schilder angebracht und ist allerdings ein bisschen Umweg. Also da wird es dann mit dem Wanderbus ein bisschen eng. Wenn man keine Videos macht und keine Fotos macht, sollte es einfach zu schaffen sein. Ja, da wäre ich auch 1,5 Stunden schneller gewesen. Also da kann man dort ein, der ist wirklich sehr beliebt. Und ab dann habe ich auch kaum noch Leute getroffen, muss ich ehrlich sagen. War schon interessant für mich. Und jetzt, wie gesagt, ist der Tag vorüber. Meine die Natur ist herrlich. Also ich kann das nur im Herbst empfehlen. Wenn du Zeit hast, das Wetter passt, mach's einfach. Das soll das Schlusswort für heute sein. Ich glaube, da gibt es nichts hinzuzufügen. Die Bilder und die Videos sollten eigentlich zeigen, was du zumindest jetzt mal gesehen hast, aber persönlich bis jetzt verpasst hast. Also, für heute mache ich Schluss, damit ich nicht wieder zu lange quatsche. Danke ich dir fürs Zuschauen. War mir wie immer eine Freude, das dir zu zeigen. Und ich hoffe, bleibst mir treu. Wenn es dir gefallen hat, kannst du einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten freue ich mich auch über Vorschläge, über Hinweise. Und ja, bleib mir gewogen, bleib gesund und geh ab und zu vor die Tür. Tschaußen!